Eres wird es. Es ist, wie es ist. Die Welt ist so, wie sie nun einmal ist, sagt man hier in Köln. Aber muss die Welt auch so sein, wie sie ist? Oder könnte sie auch ganz anders sein? Und hängt dieses ganz anders sein vielleicht manchmal von ganz kleinen, möglicherweise aber an entscheidenden Punkten stattfindenden Entscheidungen und Ereignissen ab? Dann sind wir im Multiversum, wenn wir annehmen, dass möglicherweise sich das Universum aufgabelt, es mehrere Realitätspfade gibt, die in unterschiedlichen Dimensionen nebeneinander existieren. Das ist das Thema von das Cusanus-Spiel von Wolfgang Jeschke, dem Gewinnerroman des Kurd-Laßwitz-Preises in der Kategorie Bester deutschsprachiger Roman des Jahres 2006 und heute mein Thema. Herzlich willkommen. Dass dieser Roman 2006 gewonnen hat, bedeutet, dass er 2005 erschienen ist. So wie übrigens mein Erstlingsroman Sanguis B. Vampire erobern Köln unter meinem Pseudonym Bernard Craw veröffentlicht, ganz am Ende des Jahres 2005. Das soll uns hier aber nur als Randnotiz interessieren. 2005 war ein Schillerjahr. Der Schriftsteller Friedrich Schiller wurde besonders geehrt. Es gab viele Veranstaltungen zu Friedrich Schiller. Und es war zugleich das Einstein-Jahr, an dem man nochmal besonders gedacht hat, den Albert Einstein natürlich. So, Relativitätstheorie. Dessen Theoreme werden uns zumindest am Rande bei dieser Besprechung auch interessieren. Was sonst noch passiert ist, ist, dass es sich herausgestellt hat, dass es im Irak keine Massenvernichtungswaffen gab. Der Kriegsgrund, der Casus Belli, also nicht real war. Das Kyoto-Protokoll wurde unterzeichnet, also das bis heute grundlegende Protokoll für die weltweiten, in der Weltgemeinschaft angestrebten Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen. Papst Johannes Paul II. Ist gestorben, Benedikt der 16. sein Nachfolger. In Deutschland gab es die große Schlagzeile Wir sind Papst, eine ganz große Begeisterung für den Katholizismus in Deutschland, die auch gegipfelt hat im Weltjugendtag hier in Köln. Der einzige Weltjugendtag, der in gewisser Weise zwei Päpste als Schirmherren hatte. Johannes Paul II., der den angesetzt hatte, Benedikt den 16., der also dort dann zu Gast gewesen ist. In Berlin wird das Stelenfeld zur Erinnerung an die ermordeten Juden eingeweiht. Insbesondere der Katholizismus wird uns beschäftigen bei das Cusanus-Spiel. Sehr wichtig, sehr grundlegend. Die Juden kommen mehr am Rande vor. Franzosen und Niederländer stimmen gegen die EU-Verfassung. Europa hat keine so große Zukunft im Cusanus-Spiel. Da kommen wir gleich drauf. In Deutschland wird Hartz IV eingeführt. Anschließend verliert Gerhard Schröder als Bundeskanzler, allerdings wie von ihm selbst geplant und beabsichtigt, die Vertrauensfrage. Womit er nicht so richtig gerechnet hat, ist, dass er dann in der Bundestagswahl verliert. Angela Merkel wird Bundeskanzlerin. Für uns als Schriftsteller interessant, die Übergangsfrist für die Rechtschreibreform endet. Es gilt dann also nun wirklich die sogenannte neue deutsche Rechtschreibung, obwohl sie auch da schon gar nicht mehr so neu ist. Also das mit Doppel-S und solche Sachen.
In diesem Jahr veröffentlicht Wolfgang Jeschke also das Cusanus-Spiel. Wolfgang Jeschke hat uns bereits beschäftigt, denn er hat ja bereits zweimal in der Romankategorie gewonnen beim Kurd-Laßwitz-Preis mit Der letzte Tag der Schöpfung und Midas. Beide habe ich schon besprochen. Nun also das Cusanus-Spiel, nicht sein letzter Sieg in dieser Kategorie. Es kommt noch G-Heads, das werde ich dann zu gegebener Zeit auch noch besprechen. Also auf jeden Fall hat er sehr viel gewonnen. Wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, hat er insgesamt sechs Romane veröffentlicht. Vier davon konnten überzeugen als bester Roman des Jahres im deutschsprachigen Original. Das muss man erstmal nachmachen. Ansonsten fasse ich mich hier jetzt mal kurz, weil ich in den anderen Videos schon mehr zu ihm erzählt habe. Wolfgang Jeschke, 1936 geboren, 2015 verstorben, hat die deutsche Science Fiction wie kein zweiter geprägt, und zwar weniger als Autor, obwohl da ja auch von der Kritik zumindest sehr wohlwollend rezipiert, sondern primär sogar als Herausgeber, nämlich beim Verlag Heyne für Fantasy und Science Fiction. Seine Herausgebertätigkeit dauerte von 1973 bis 2002. Da kann man also wirklich sagen, über diese vielen Jahrzehnte hat er da gewirkt, im zu dieser Zeit wichtigsten Verlag in der fantastischen Literatur. Und er hat da sicherlich die Szene hochgezogen. Ich wiederhole mich hier jetzt nochmal. Für mich, die Science Fiction in Deutschland ist einmal Peri Rodan, ist ein ganz großer Teil, und der andere Teil ist der ganze Rest, und Wolfgang Jeschke steht für den ganzen Rest. Also der hat das wirklich geprägt, das, was wir heute unter Science Fiction verstehen und was uns nahegebracht wurde, auch an Übersetzungen, insbesondere an Übersetzungen. Naja. Also sehr verdienstvoller Mann in der Science Fiction-Szene. Sein persönliches oder eines seiner persönlichen Lieblingsthemen, vielleicht sogar das persönliche Lieblingsthema, Zeitreisen, wird uns stark beschäftigen. Das ist das Kernthema dieses Buchs. Für mich war es tatsächlich ein Nachteil, das zu wissen, eine gewisse Brille auf beim Lesen, weil ich wusste aus einem Interview, das ich nachher nochmal zitieren werde, dass der Wolfgang Jeschke also ein sehr starker Kritiker der Religion war. Und ich habe immer irgendwo geguckt, wie sich das jetzt äußert in diesem Buch, und wurde dann sehr überrascht. Religion und insbesondere organisierte Religion ist ein ganz wichtiges Thema, aber in völlig anderer Weise, als ich es erwartet hatte. Und irgendwie habe ich über diese gesamten 700 Seiten des Buches dem Braten nicht getraut. Das hat mich vielleicht daran gehindert, mich völlig auf diese Geschichte einzulassen. War vielleicht gar nicht gut, dass ich das so wusste. Er hat in einem Interview gesagt, er hat an diesem Roman, das Cusanus-Spiel, 8 Jahre lang gearbeitet. Da hat er also intensiv recherchiert und also viel geschrieben und so weiter. Es gab auch als Nukleus schon eine Erzählung, die jetzt hier also ein Kapitel da drin darstellt, die also deutlich früher veröffentlicht worden ist. Dieses Buch ist dann nicht vermarktet worden als Science Fiction. Es sei an ein breiteres Publikum gerichtet, nicht per se an den Science Fiction-Fan, sondern sei eben auch interessant für eine allgemein literarisch interessierte Öffentlichkeit. Das sei so die Idee gewesen, weswegen man das also anders beworben und im Vertrieb anders gehandhabt habe. Kann ich auch durchaus nachvollziehen, obwohl das Thema mit der Zeitreise natürlich das, also ein ganz fundamentales Science-Fiction-Thema ist. Zur Aufmachung, ich habe jetzt hier die Fassung vom Drömer Verlag, das ist ein Hardcover, sehr schön, also man sieht auch mit so ein bisschen hier Glitzer nicht, aber Leuchteffekten, reflektiert das hier so ein bisschen, ja. Hier diese Schrift, die ist erhaben. Kann man also schön so drüber patschen. Schön gedruckt, kann man wirklich nicht meckern.
Es kommt daher mit einer Empfehlung von Andreas Eschbach, der ja auch sehr häufig den Kurd-Laßwitz-Preis gewonnen hat. Der schreibt also hier hinten drauf: Atemberaubend gut, wenn Sie in diesem Jahr oder in diesem Jahrzehnt nur noch ein Buch lesen wollen, dann lesen Sie dieses. Also eine ganz klare Leseempfehlung von Andreas Eschbach. Vorne die Widmung ist für Julian und Rosi. Das sind also Sohn und Ehefrau von Wolfgang Jeschke, denen er das Buch widmet. Das Buch ist eingeteilt in erstes Buch, zweites Buch, drittes, viertes, fünftes Buch, also so Oberabschnitte, die dann wiederum Kapitel haben, so acht, neun jeweils, bis auf das letzte, das ist kürzer, das hat nur drei Kapitel, insgesamt 700 Seiten. Bei den Kapiteln fällt noch auf, es gibt immer einleitende Zitate. Und das sind also Leute, die dort zitiert werden. Die kommen zum Teil aus der Science Fiction, zum Teil aus der Philosophie, zum Teil auch aus der Wissenschaft. Oder ja, also ich nenne mal ein paar Namen: Nikolaus Cusanus, kann uns nicht verwundern, schließlich heißt das ganze Ding das Cusanus-Spiel. Stephen Hawking, Lao Tse, Giordano Bruno, Edward O. Wilson, Albert Einstein, Robert Musil, Gene Wolfe, Charles Baudelaire, Frank Herbert, Olaf Stapledon. Und ganz am Schluss, das letzte Zitat kommt von Jesaja. So, nähern wir uns mal dem Inhalt der ganzen Sache. Cusanus ist eine historische Person. Das war ein Bischof und Kardinal. Sein Grab ist in Rom. Ich blende da mal so eine Grabplatte ein. Die taucht nämlich in dem Roman auch auf, wird dort beschrieben in der Kirche San Pietro in Vincoli in Rom. Da sieht man ihn also knien neben Sankt Peter. Der Nikolaus Cusanus ist jemand aus dem 15. Jahrhundert, also hat gelebt von 1401 bis 1464. Da er Bischof und Kardinal war, verwundert es wenig, dass er sich in der Theologie hervorgetan hat. Er war aber auch ein großer Philosoph, ein Mathematiker und Humanist, hat also so zu einer Verbindung aus Wissen und Tugend finden wollen. Seine Philosophie oder seine Lehre, was kann man dazu sagen? Also als groben Abriss vielleicht, der sagt halt, Gott ist der Zusammenfall der Gegensätze. Er hat so die große Einheit als Ziel. Er sagt halt letztlich auch das Gegenteil. Ein Ding und sein Gegenteil, die gehören irgendwie immer zusammen. Daraus folgt auch eine gewisse Toleranz. Er hat sich für seine Zeit, muss man immer in der Zeit sehen, hervorgetan mit recht toleranten Ansichten gegenüber dem Islam dementsprechend auch. Einer seiner Lehrsätze ist, Gott ist Einfaltung der Welt, die Welt Ausfaltung Gottes. Da kann man sicher drüber nachdenken. Ich lasse Sie mal mit diesem Gedanken alleine und gehe weiter. Was noch interessant ist für die Leute, die dann nachher mit der Physik zugange sind, er hat so ein sehr relativistisches Weltbild. Also er geht so aus einem mathematischen Verständnis heraus in die Unendlichkeit und sagt eben, wenn es in jeder Richtung unendlich weitergeht,
Dann gibt es eigentlich keinen Punkt im Universum, der den Mittelpunkt oder einen Fixpunkt oder sowas darstellt, denn alles dehnt sich ja unendlich aus. Und dementsprechend ist auch alles irgendwie relativ zueinander. Also man kann keinen fixen Punkt bestimmen, an dem man jetzt eine Geschwindigkeit misst, zum Beispiel, sondern die ist halt relativ zu dem Punkt, mit dem ich vergleiche. Das erinnert natürlich schon sehr an Albert Einsteins Relativitätstheorie. Das ist eigentlich der Kern der Relativitätstheorie. Natürlich lange nicht so ausgefeilt und lange nicht, also der hat jetzt nicht Einstein vorweggenommen, das kann man nicht sagen, aber er hat schon in eine ähnliche Richtung gedacht, sagen wir mal so. Dieses titelbildende Cusanus-Spiel, das kommt auch in dem Roman selbst vor. Es wird also beschrieben als ein runder Tisch mit so einer Zielscheibe drauf, ähnlich wie eine Dartscheibe, also mit so konzentrischen Kreisen. Die Spieler haben eine Kugel, die können sie da drauf werfen und dann rollt die so. Und das Ziel ist eben, dass die in der Mitte liegen bleibt, die mit keinem Zahlenwert beschriftet ist und deswegen Jesus darstellt, der nicht weiter beziffert werden muss. Jetzt ist die Schwierigkeit, dass diese Kugel eine Unwucht hat, die ist also nicht völlig, keine perfekte Kugel, sondern die hat so eine Kehle da drin oder eine Höhlung oder sowas und deswegen eiert die halt. Also die rollt nie so, wie man sie geworfen hat, sondern man hat da immer so eine Unwucht drin. Und das ist also dann in dem Sinne so ähnlich wie Boccia oder so ein Geschicklichkeitsspiel, Koordinationsspiel. Man nähert sich also immer an, man kann nicht gezielt etwas hundertprozentig ansteuern, aber man kann mit seinem Geschick und seiner Überlegung und so weiter der Sache schon eine Wahrscheinlichkeit geben, dass man den Dingen recht nahe kommt. Das ist ein recht gut gewähltes Bild für die Thematik des Romans. Wir machen Zeitreisen. Die Idee ist, dass man zwar schon so eine Wirklichkeit hat oder einen Strang der Wirklichkeit, der also aus der tiefen Vergangenheit kommt, in die ferne Zukunft reicht. Es gibt aber auch parallele Stränge und es gibt immer mal wieder so, ja, wie bei so einem Seil, wo sich dann so einzelne Fasern rauslösen, gibt es mal so Sachen, also Entwicklungen, die da rausgehen, wo jetzt also eine andere Entscheidung getroffen wird. Und also ich zum Beispiel könnte mich jetzt entscheiden, statt dieses Video zu machen, ach, ich gehe jetzt noch mal joggen und laufe jetzt vor ein Laster und bin dann halt platt. Dadurch ändert sich dann die Zukunft so ein bisschen, ne? Also alles, was ich nach dem heutigen Tage noch tun könnte, würde dann halt nicht mehr passieren. Solche Aufhaltungen gibt es, dann passieren beide Dinge in unterschiedlichen Realitäten. Die meisten von denen führen aber entweder in so einen Hauptstrang zurück oder versanden total, also zerfasern und haben also keine so lange Zukunft. Aber es gibt so diese unterschiedlichen Realitäten und insbesondere gibt es so eine, ja, man könnte sagen, so eine Energiebewegung durch diese Membranen der Universen, des Multiversums, die beschrieben werden als Soliton. Ein Soliton ist eine einzelne Welle, ist in dem Buch auch beschrieben als zum Beispiel so eine Bugwelle. Wenn jetzt so ein Schiff eine Bugwelle vor sich her schiebt und aus irgendeinem Grund abrupt langsamer wird, dann kann es sein, dass diese Welle sich löst vom Bug und alleine durch diesen Kanal weiter wandert. Aber als einzelne Welle, also jetzt nicht als so ein Gebirge von Wellen, die so aneinander sind, sondern eine einzelne Welle, die schwappt halt so weiter. Und so stellen, das ist das Bild, das in dem Buch benutzt wird, dafür, dass eben dieses energetische Phänomen, sage ich jetzt mal, durch das Multiversum rauscht. Und zwar gibt es diese Solitonwellen in beiden Richtungen. Manche kommen halt aus der Zukunft und laufen in die Vergangenheit. Manche kommen aus der Vergangenheit und laufen in die Zukunft. Mit der passenden Technologie, die wir in diesem Buch natürlich haben, können wir auf dieser Welle mitgetragen werden und woanders abgesetzt werden. Dafür ist jetzt wichtig, dass es eine sogenannte Assoziation gibt zwischen Startpunkt und Zielpunkt.
Das ist so zu verstehen, dass der letztlich genauso aussehen muss. Also sprich, ich würde jetzt vorhaben, mich zu begeben auf die Kölner Domplatte, aber im Jahre, was weiß ich, 1712 zu einem bestimmten Tag. Dann müsste ich wissen, wie es dort also ausgesehen hat. Und dann würden also meine, würde also diese Organisation, die das dann macht, für die ich dann da in die Vergangenheit reise, würde genau dieses Setting der Domplatte nachbauen mit Hilfe einer virtuellen Realität, also mit so 3D-Projektionen, Holografien und so weiter, das genau so aussieht. Und wenn mich dann dieser Soliton erfasst, dann verschwinde ich in der Gegenwart und komme da wieder an. Jetzt würden die das aber so lassen, also diesen Aufbau so lassen. Das heißt, wenn dann ein weiterer Soliton kommt, ich bin wieder da, dann würde mich dieser Soliton erfassen und würde mich in die Gegenwart praktisch zurückbringen, in diesen Versuchsaufbau zurückbringen, in dieses Labor, ja. Und das heißt, ich muss also eine genaue Kenntnis haben. Und das ist ganz interessant geschildert. Ich kann natürlich zunächst mal sagen, ich könnte mir jetzt Fotos anschauen, aber es gibt ja Fotos nur eine gewisse Zeit zurück, eben seit die Fotografie erfunden ist. Da kann ich dann das irgendwie nachbauen. Und jetzt beschreiben die das so ähnlich wie so eine Minenarbeit, wie man, wenn man Tunnel gräbt. Da sagen die dann also, okay, wir lassen uns jetzt in der Zeit Zeichnungen zeigen, wie es denn vor einem Jahr oder noch ein Jahr zurück oder noch ein Jahr zurück ausgesehen hat, oder lass uns einfach beschreiben, hier dieser Turm, der war nur halb so hoch und Baugerüst war dran und so. Und man muss es auch nicht ganz exakt treffen, aber es muss so eine Ähnlichkeit da sein, dass man halt sagt, okay, man erkennt schon genau wieder, das ist jetzt der Zeitpunkt, zu dem man da ankommt. Ja. Dadurch, dass man immer wieder die Leute aus dieser damaligen Zeit, die übrigens Zeitheimische genannt werden, Zeitheimische wie Einheimische, sehr schöne Wortschöpfung, finde ich, die werden also befragt und dadurch kann man immer ein bisschen weiter zurückkommen und man ist jetzt irgendwie angekommen bei 1400 oder irgendwie so, oder so weit kommt man zurück. Die Handlung an sich, also die Gegenwartshandlung dieses Romans, die spielt im Jahre 2000, ich schätze mal 2052 setzt sie ein. Später wird ein Datum genannt, 2053. Das ist aber schon, da ist die Handlung schon, läuft schon eine ganze Weile. Also sagen wir mal so gut 2050 spielt das. In dieser fiktiven Welt des Romans ereignet sich ein Atomunfall in Cattenom, also diesem französischen Atomkraftwerk, und zwar im Jahre 2028, der dazu führt, dass im Grunde von da an das Land verseucht ist nach Osten hin, quer durch Deutschland bis nach Polen, das wird dann also praktisch alles mehr oder minder unbewohnbar, auf jeden Fall schwer verseucht. Also insbesondere für Menschen, aber eben auch für andere Lebensformen, Pflanzen, Tiere und so weiter, die sind da also schwer betroffen. Man kann sich das also als Post-Nuclear Wasteland, kann man sich das also vorstellen. Jetzt für mich, durch meine in dem Sinne jetzt nicht, also nicht zutreffende Erwartungshaltung überraschend, die Good Guys, die jetzt hier auftreten, das ist also der Vatikan. Der Vatikan sagt, das ist also nicht im Sinne Gottes. Wir wollen die Schöpfung wiederherstellen, insbesondere auch die Pflanzen- und Tierwelt, ganz besonders die Pflanzenwelt erstmal. Wir wollen dieses Land wieder zu einem blühenden Garten machen. Wir machen die Rinascita della Creazione di Dio. So heißt das Institut, was die da haben. Also das Institut, um die Schöpfung wiederherzustellen, wenn man mal so möchte. Das ist deren Ziel. Dafür möchten sie Leute zurückschicken in die Vergangenheit. Und zwar mit dem speziellen Auftrag, dass sie Pflanzensamen holen von Pflanzen, die besonders gut geeignet sind für diese Klimate. Und damit sind nicht gemeint
das, was wir jetzt hier so stehen haben als Pflanzen, die jetzt schon eine lange Kulturgeschichte hinter sich haben und die auch letztlich eine Monokultur hinter sich, eine Züchtung hinter sich haben, sondern man möchte schon gerne aus dem 15. Jahrhundert Dinge holen, die damals da also waren, um die ganze Vielfalt der Schöpfung, der botanischen Schöpfung, wenn man so will, wieder ansiedeln, ehrenhaftes Ansinnen. Außerdem versucht man auch so, also man hat auch Versuche unternommen, kann man denn nicht diesen Cartenon-Atomunfall unmöglich machen? Schickt man Zeitreisende zurück, die demonstrieren gegen Atomkraft und dann wird man das vielleicht sein lassen. Das hat alles nicht geklappt. Man hat festgestellt, die Zeit hat so eine Beharrung. Das hängt zusammen mit diesen Hauptsträngen der Zeit. Also man kann nicht beliebig eingreifen in die Zeit, sondern manche Dinge sind einfach nicht veränderbar. Ein weiterer Spieler da drin, die so am Rande auf, der so am Rande auftaucht, ist die CIA. Die möchten natürlich gerne 9/11 ungeschehen machen, zum Zeitpunkt, als das Buch erscheint. Da war ja schon der Anschlag aufs World Trade Center gewesen, vor ein paar Jahren. Also wichtiges Ereignis. Plausible Annahme, dass die Amerikaner gerne da das ungeschehen machen wollen würden, gelingt ihnen aber auch nicht. Schauen wir noch mal in diese Welt des Jahres 2052. Das ist eine Welt, wo eine große Ölknappheit herrscht, insbesondere wegen einiger verlorener Kriege im Nahen Osten. Die Terroristen waren da sehr erfolgreich, haben letztlich die Ölversorgung weitgehend gekappt. Da kommt dann wieder ein Motiv, das wir schon kennen von dem Wolfgang Jeschke hier aus Midas. Das ist sogar auf dem Titelbild, also so Raumstationen, die eben im All Energie sammeln und dann auf die Erde runterschießen. Ja, also dass man da eben Energieversorgung über so ein Satellitensystem hat. Fand ich ganz augenzwinkernd, ist keine wichtige Rolle hier im Cusanus-Spiel, wird nur mal erwähnt, fand ich aber ganz nett, dass es erwähnt wurde. Bangladesch wurde überflutet. Wir haben überhaupt einen großen Klimawandel, also auch Süditalien. Da dehnt sich halt die Wüste jetzt aus, ja, weil es halt zu heiß wird und der Sand drüber weht aus der Sahara und so weiter. Das führt eben auch so zu Flüchtlingsbewegungen und die UNO macht das ganz schlau. Die sagt halt, ja, von dem wenigen Öl, was jetzt hier noch verfügbar ist, da dürft ihr in Europa was importieren, aber für alles Öl, was ihr importiert, das ist an die Bedingung geknüpft, dass ihr Flüchtlinge aufnehmt und ansiedelt. Werden fieserweise zum Teil in diesen Wastelands dann da angesiedelt. Das ist natürlich auch nicht so gesund. Aber immerhin, also Bangladesch zum Beispiel ist ja komplett überflutet. Besser Wasteland als gar kein Land. Ja. Unsere Hauptfigur, die Ich-Erzählerin, das ist also die Signorina Domenica Ligrina. Eine Italienerin, die wir in Rom treffen. Rom hat nur noch 100.000 Einwohner, so in etwa. Man hat in Italien generell Probleme mit ja, Rassisten, kann man sagen, also so ganz rechten Gruppen, die also vor Leuten, die also aus dem Süden, der da jetzt ja verwüstet wird, hochkommen, also sich da sehr gewaltsam dagegen vorgehen, unmenschlich auch dagegen vorgehen. Und da fand ich einen ganz interessanten Ansatz, dass der Wolfgang Jeschke halt sagt, ja, das sind die Moros. Das ist also letztlich die Sammelbezeichnung für alle Leute aus dem Süden und wird so verwendet wie der Begriff Neger im Grunde oder vielleicht sogar noch abfälliger Nigger möglicherweise. Ja. Fand ich vor dem Hintergrund der heutigen Diskussion, dass man sagt, diese Worte sollte man nicht unbedacht verwenden, weil sie eben verletzend wirken auf Leute, die häufig mit diesen Worten beschimpft werden. Fand ich jetzt aus literarischer Hinsicht schön, so einen neuen Namen dafür zu nehmen, Moro oder Moros. Soweit ich weiß, existiert er in der Realität
nicht dieser Begriff, also wird in der Realität nicht verwendet. Es wird im Roman klar, das ist ein Schimpfwort für diese Personengruppe, und hat damit diese literarische Funktion, dass man sagt, ich möchte eine Szene beschreiben, wo eben jemand als Rassist dargestellt wird und jetzt Leute übel beschimpft, durch dieses Kunstwort problemlos umgesetzt. Hat aber eben nicht den Effekt, dass man Leserinnen und Leser mit so einem Wort konfrontiert, dass da vielleicht bei denen irgendwie was triggert und auslöst, wo sie sagen, ich wollte eigentlich gerne ein schönes Buch lesen und jetzt bin ich hier mit so einem Begriff dauernd konfrontiert, macht mir keinen Spaß. Ja. Finde ich gut gelöst. Österreich begegnet uns als eine Großmacht, was auch daran liegt, dass ja Deutschland platt ist nach dieser Atomkatastrophe, Frankreich vermutlich auch, wird aber nicht so drauf eingegangen und dementsprechend auch diese ganze Euro-Geschichte doch sehr gelitten hat und Österreich hat sich halt rausgelöst und hat dann sich dafür mit einigen anderen Ländern aus dieser alten Österreich-Ungarn-Geschichte da zusammengetan, und hat damit also einen erheblichen Machtblock gebildet. Uns begegnen durchaus viele Science-Fiction-Elemente in diesem Buch. Wir haben eben menschliche Mutationen aufgrund dieser Strahleneinwirkung. Sehr prägnant die Zwillinge Karl Antonio. Siamesische Zwillinge sind das. Und zwar ist der eine festgewachsen als ganz, ganz kleiner Mensch sozusagen im Rücken von dem anderen. Das heißt, der eine guckt immer nach vorne, der andere guckt nach hinten. Und ja, die müssen halt miteinander klarkommen, weil sie halt am Rücken zusammengewachsen sind. Ganz interessante Figur, sehr eindrückliche Figur. Wir haben eine europäische Eingreiftruppe, die eben im Rest der Europäischen Union da noch versucht, für Ordnung zu sorgen. Das ist die Euroforce. Wir haben Helikopter mit Schallwaffen, also Sonarwaffen. Gegen Demonstranten werden die eingesetzt. Es gibt Laserpistolen, es gibt Zungenprothesen, Luftschiffe, die da durch die Gegend fahren. Es gibt auch in der Biologie interessante Schöpfungen. Es gibt so Hybridwesen, die gezüchtet wurden zwischen Mensch und Hund, die halt gerade so für die Hetzjagden und das Aufspüren von Flüchtlingen verwendet werden, die aber so intelligent sind, dass sie sogar ein bisschen sprechen können. Ein bisschen unheimliche Geschöpfe natürlich. Wir erfahren auch über eine Astronautin, die wir kennenlernen, von der Besiedlung des Mars, die eben in den Kinderschuhen zwar steckt, aber schon begonnen hat. Diese Astronautin, die hatte so einen Unfall, der dazu geführt hat, dass sie sehr lange im Weltraum war. Dementsprechend sind ihre Knochen, ist ihre Knochenmasse weit abgebaut. Sie muss also im Rollstuhl unterwegs sein. Und dieser Rollstuhl ist aber auch ein intelligenter Roboter, der mit ihr spricht und sich um ihre Bedürfnisse kümmert und so. Also schon recht fortschrittliche Elemente, die uns da begegnen. Außer Rom lernen wir noch kennen Venedig. Wir fahren nochmal mit dem Zug durch Deutschland, dann sind wir nochmal in Amsterdam. Also so ein bisschen Rundreise in Österreich sind wir auch nochmal. Salzburg, glaube ich, ist es. Also so ein bisschen Rundreise durch dieses Europa der Zukunft haben wir schon und können da also ein bisschen dann auch kennenlernen, wie da die Verhältnisse sind. Was mich wirklich gewundert hat vor dem Hintergrund der Einstellung von Wolfgang Jeschke ist, dass nicht nur eben der Vatikan an sich diese positiv treibende Kraft im Hintergrund ist, die sich um die, man könnte fast schon sagen, Wiederauferstehung der Schöpfung bemüht, sondern auch durchaus diverse religiöse Figuren oder Figuren mit religiösem Hintergrund, gerade katholischem Hintergrund, sehr positiv wegkommen. Also so Klostergemeinschaften, die sich um Bedürftige kümmern und dann Opfer werden von diesen fiesen Rassisten, die dann da Überfälle machen oder so. Also so gerade so Nonnen, die sich da verdient machen in Rom und sowas. Ja.
Auch so eine sehr eigentlich positive, nicht eigentlich, eine positive Darstellung, was so der kulturelle Beitrag, ich sage jetzt mal ganz speziell der katholischen Kirche ist in Sachen Architektur und ja auch überhaupt bildende Kunst und Malerei und so diese ganzen Sachen. Hat mich schon gewundert und ich habe eigentlich immer darauf gewartet, wann kommt denn jetzt der Haken, wo er dann sagt, das ist alles nicht richtig und wir müssen also das ganz anders beurteilen. Okay, es kommt nachher zu so einem Hexenprozess, aber auch da, das findet in Köln statt, im Köln des 15. Jahrhunderts und auch da ist eigentlich recht klar, es ist nicht unbedingt die kirchliche Autorität, die das treibt. Das ist vielleicht zum Hintergrund, das war ja in unterschiedlichen Landstrichen auch unterschiedlich gehandhabt. In Köln war Hexerei ein weltliches Verbrechen. Das war zwar auch eine Sünde, ähnlich wie Mord ja auch eine Sünde ist, ist ja auch nach den 10 Geboten verboten. Trotzdem ist Mord ein weltliches Verbrechen. Und wird von der weltlichen Justiz verfolgt. Und so war das damals in Köln auch. Also letztlich ist es ein weltliches Verfahren, wenn man so will, ne? Wobei trotzdem natürlich Kirche und Staat sehr verwoben waren. Das muss man alles auch sehen. Worauf ich hinaus will, wenn man jetzt diesen Hexenprozess nimmt, okay, da kann man sagen, da wird eben, wenn man es so darstellen möchte, Machtmissbrauch wird da gezeigt in diesem Buch. Ansonsten, man hat lauter positive Konnotationen mit dieser organisierten Religion, was mich sehr gewundert hat bei diesem Autor. Und dann hat er noch einen draufgesetzt, der hat noch so einen ganz verbitterten und im Grunde am Leben verzweifelten Atheisten drin. Lehndert heißt er. Der also wirklich, mit dem kann man nur Mitleid haben, der da also wettert gegen Kirche und Religion und so weiter. Und der da aber wirklich ganz schlecht bei wegkommt und auch von unserer Perspektivfigur nicht als positiv wahrgenommen wird und im Grunde auch als gescheiterte Existenz und verzweifelter Mann geschildert wird. Jetzt möchte ich mal kurz kommen auf das Interview von Wolfgang Jeschke, das ich hier in diesem Magazin Fantastisch Nr. 50, das Magazin heißt also Fantastisch, Ausgabe 50, da ist das Interview drin. Das ist später, nämlich anlässlich der Veröffentlichung von G-Heads, seinem Roman hier. Und da sagt also Wolfgang Jeschke: Ich sehe in den Religionen ein Verhängnis der Menschheit. Sie fragmentieren sie in zum Teil kriegerische Glaubensgemeinschaften, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Das Interview geht ein bisschen weiter und dann fällt noch die Aussage: Ich sehe weit und breit nichts Positives. Das kriege ich nicht so richtig zusammen. Natürlich kann es sein, dass er, während er das Cusanus-Spiel geschrieben hat, eine andere Auffassung hatte, dass er dann also in den Jahren danach dann doch diese recht verhärtete Position eingenommen hat oder sehr, sehr entschlossene, sag ich mal, Position eingenommen hat, bis er dann die Hetz geschrieben hat, möglicherweise. Kann ich aber nur spekulieren, kriege ich nicht so richtig zusammen. Denn wie gesagt, bei dem Cusanus-Spiel wird sehr, sehr viel Positives geschildert, Segensreiches, würde ich jetzt sogar sagen, was auf die Wirkung nicht nur des Glaubenssystems an sich, sondern wirklich der organisierten, auch über große Finanzmittel verfügenden Religion zurückzuführen ist. Also ohne diese gigantischen Finanzmittel könnte dieses ganze Zeitreiseprogramm zum Beispiel gar nicht stattfinden. Die Ich-Erzählerin ist sogar jemand, die also ganz gerne mal in so Kirchen und Klöster geht, die auch auf dieser Grabplatte von dem Cusanus also gerne verweilt und da also sich dahin gerne zurückzieht und auch in einer Situation, wo sie also um jemanden fürchtet, der also länger ausbleibt, dann auch viel betet, wird also ausgesagt in diesem Buch. Es ist jetzt nicht frömmlerisch oder sowas geschrieben, aber man merkt jetzt dieser Figur
Also diese Figur ist ganz eindeutig nicht so eingestellt zur Religion wie der Autor offenbar. Ich lese mal eine Stelle vor, dass man so ein bisschen den Sound mitbekommt. Da geht es darum, dass also unsere Figur, die ist in Amsterdam, die hat sich eigentlich drauf gefreut, dass jemand, mit dem sie mal eine Beziehung hatte, der Franz, dass der also sie besuchen käme, der ist in Venedig oder Rom oder so, in Venedig, genau. Und sie unterhält sich darüber mit ihrer Freundin Renate, die auch in diesem Zeitreiseprogramm unterwegs ist. Franz kommt also nicht, bemerkte sie. Er hat seinen Vertrag in Venedig verlängert. Sie brauchen ihn dringend, sagte er mir. Eigentlich hatte ich schon damit gerechnet. Denn gleich nach der Rückkehr von seiner letzten Reise spürte ich bereits, dass ich ihm fremd geworden war. Dabei hatte ich so um ihn gebangt und war so glücklich, als er endlich zurückkehrte. Renata nickte. Ich habe dich gewarnt, Dominika. Mit Zeitfahrern darf man keine festen Bindungen eingehen oder erwarten, dass sie Bestand haben. Reisende leben in einem eigenen Universum. Sie bewegen sich auf erratischen Bahnen. Wenn sie sich dir nähern, ist es wie auf einer Parabel. Es gibt einen Punkt, da sind sie dir ganz nahe, aber dann trägt es sie wieder davon, sagte sie und legte ihre Hände auf meine. Es wird uns bestimmt genauso ergehen. Hinzu kommen die rätselhaften Zeiteffekte. Wenn sie heute durch die Transition gehen und kehren nach ein paar Tagen zurück, haben sie oft Wochen, Monate, manchmal Jahre in der Vergangenheit zugebracht. Manchmal haben sie Schreckliches durchgemacht und noch Schrecklicheres gesehen. Und sie sind vielleicht dort, wo sie sich aufhielten, trotz aller Vorsätze Bindungen eingegangen. Wenn sie dann zurückkehren, tauchen sie in eine ihnen fremd gewordene Welt ein, in der alles, was sie eben noch kannten oder sogar liebten, sich verändert hat oder gar vergangen ist. Sie führen ein buchstäblich zerrissenes Leben. Ihre Biografie ist von Klüften und Abgründen durchzogen. Wie willst du da Kontinuität erwarten? Das habe ich mir noch nie so recht klar gemacht, entgegnete ich. Wolltest du wahrscheinlich auch nicht. Aber es muss so sein. Manche sind daran kaputt gegangen und haben den Kontakt zur Realität verloren. Man braucht ein dickes Fell, wie Franz es hat, um ein solches Leben über Jahre durchzuhalten. Ich nickte. Allmählich finde ich mich damit ab, dass ich bei den Männern, zu denen ich mich hingezogen fühle, nicht das große Glück finde. Renata lachte. Wenn man so aussieht wie du, komm, nimm das Taschentuch und wisch dir die Tränen ab, Herrgott, nochmal. Ja, das ist eine besondere Problematik. Es gibt ja diese Räume, wo die losgeschickt werden, die eine Assoziation erzeugen zu einem Raum in der Vergangenheit. Aber es besteht jetzt kein paralleler Zeitablauf. Es ist also nicht so, wenn die jetzt in der Vergangenheit 2 Wochen verbringen, dass die dann zurückkehren und 2 Wochen gerechnet von ihrem Beginn ihrer Zeitreise zurückkommen. Das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Die können also 2 Jahre in der Vergangenheit sein und in der Gegenwart, wo sie losstarten in ihre Reise, da sind sie vielleicht weg und 2 Stunden später wieder da. Und das ist also, oder auch umgekehrt, sie waren vielleicht nur einen Tag in der Vergangenheit und in der Gegenwart sind vielleicht ein paar Monate vergangen. Also mehr als ein paar Monate ist es selten, aber diese Kopplung gibt es also so nicht. Und es kann auch sein, je nachdem, wie die jetzt in den Einsatz geschickt werden, dass eben also einer von denen ins Jahr 1450 geschickt wird, hat dann ein paar Monate verbracht. Die nächste Zeitreise geht vielleicht ins Jahr 1430, also 20 Jahre früher. Da trifft er vielleicht einen anderen Zeitreisenden vom selben Institut und sagt, hey, wir kennen uns doch. Und der kennt den neu hinzugekommenen Zeitreisenden noch nicht, weil das in der Reise davor war, die der aber vielleicht erst später angetreten hat. Also das ist alles,
Verwirrend würde ich noch nicht mal sagen. Es ist so gut geschrieben, dass man da immer mitkommt. Aber komplex, kann man vielleicht sagen. Also es ist wirklich kein linearer Zeitablauf, ist in vielfacher Weise zerhackt und neu zusammengesetzt. Unsere Hauptdarstellerin, kann man vielleicht noch sagen, die Domenica, ist also studierte Botanikerin. Deswegen haben wir da auch so einige Ausführungen zu Pflanzen und so weiter da in diesem Buch drin. Ist auch sinnvoll, eine Botanikerin in dieses Projekt zu nehmen, wenn man eben Blumensamen sammeln will, die irgendwie aussichtsreich sind, um die da in diesem Wasteland wieder anzusiedeln. Noch ein Effekt, der jetzt hier mit diesen Zeitreisen zu tun hat. Man hat also so ein bisschen für empfängliche Leute so Wechselwirkungen zwischen benachbarten Zeitlinien. Also vielleicht gibt es einen Bauernaufstand und der Zeitreisende wird möglicherweise getötet. Dann wird er vielleicht nicht getötet, aber er durchlebt das im Traum, wie das denn jetzt wäre, weil es in eine parallele Zeitlinie gibt, wo er sich ein bisschen anders entschieden hätte, in die falsche Richtung gelaufen und dann ins Messer gelaufen oder wie auch immer und umgekommen wäre. Ja, also das so Déjà-vus können das auch sein, Vorahnungen, seltsame Träume. Das sind dann so Parallelwelten, die mit herüber ihren Schatten werfen, wenn man so will. Es werden auch ein paar etwas alternative Zeitlinien vorgestellt. Eine zum Beispiel, wo es keine Weltkriege gab, stattdessen Orbitalkraftwerke, da sind sie wieder. Welche, wo die Nazis nicht besiegt worden sind, das ist so das typisch deutsche Thema, wo Hitler also sehr alt wurde, 99 Jahre wird ausgesagt und sehr viele Kinder gezeugt hat. Solche Sachen. Dieses ganze Durchdeklinieren verschiedener Optionen von Zeitreisen, das zieht sich in dem Buch recht lange. Irgendwann geht aber unsere Dominika natürlich schon auf Zeitreise. Das ist auch sehr früh abzusehen. Und zwar 600 Jahre in die Vergangenheit, ins Jahr 1450. Und da hat sie halt ihre Mission für den Vatikan, dieses ja, Blumen, Samen, Kräuter und sowas alles einsammeln. Ja. Was auffällig ist, auch wieder für einen Jeschke-Roman im Vergleich zu den beiden anderen, die ich vorher gelesen hatte, sehr viel Fokus auf diese Figur. Vorher kam mir bei Midas und bei Der letzte Tag der Schöpfung kam es mir so vor, dass die Figuren das Vehikel sind, um die Geschichte und die Ideen zu transportieren. Hier ist es nicht so. Die ist sehr ausführlich dargestellt. Sie hat allerdings immer noch vergleichsweise wenig Entwicklung, unsere Dominika, aber einen starken Hintergrund. Also es wird viel über sie erzählt, sie ändert sich dann halt wenig. Das ist so mein Eindruck. Ein wesentliches Ereignis für sie ist, dass ihr Vater gestorben ist bei einem Terroranschlag. Das ist noch so ein Nebenaspekt, der auch in dem Buch behandelt wird, dass sie also auch probiert, dieses Ereignis ungeschehen zu machen. Das ist nämlich durchaus auch möglich, kleinere Veränderungen in der Zeitlinie vorzunehmen, die jetzt nicht alles komplett umschmeißen. Da gibt es sogar ein spezielles Team für, zu dem unsere Dominika nicht gehört, die sogenannten Kraken, weil sie sich wie Kraken tarnen können, die ja so in ihrer Umgebung verschmelzen können aufgrund der Anpassung ihrer Hautfarbe. So eine Mimikrie können also diese Leute mit Hilfe von bestimmten Kampfanzügen machen und die versuchen also besonders grausame Anschläge, Exzesse, Gewaltexzesse zu verhindern. Klappt nicht immer. Also wie gesagt, Cattenom, dieses Atomunglück konnten sie nicht verhindern, aber andere Sachen kann man halt verhindern. Wird in dem Buch so dargestellt, dass man eben von einem Ereignis liest. Und dann ein bisschen später wird nochmal das Ereignis geschildert und dann gibt es aber irgendwo so eine Abzweigung, wo es dann anders verläuft. Es gibt im Wesentlichen Kapitel aus der Sicht von der Dominika als Ich-Erzählerin, ganz klarer dominierender Handlungsstrang. Es gibt ein paar wenige einzelne Kapitel, die als in personaler Perspektive
erzählt werden, wo Domenica nicht dabei ist. Da begegnet uns jetzt insbesondere der Nikolaus Cusanus, der eben zu dieser Zeit gelebt hat, in die Domenica zurückreist und der sie auch interessiert da. Der hat also so eine Passage oder mehrere Passagen, wo dann auch gezeigt wird an diesem Beispiel, wie sich so ein bisschen seine Realität etwas ändert. Und wir kommen zum Planeten Highgate, der ist das Ende der Zeit praktisch. Also bis dahin laufen diese Wellen, diese Solitonen. Okay, das ist also so dieses Buch. Nochmal in a nutshell, der Vatikan will nach einer Atomkatastrophe Gottes Schöpfung wiederherstellen, schickt deswegen Zeitreisende zurück, die dafür hilfreiche Dinge wieder in die Gegenwart bringen. Wie ist das denn jetzt stilistisch? Also, es gibt Passagen, aber wirklich jetzt begrenzt, also wenige, aber immerhin, es gibt welche, die sind verfasst auf Englisch, Italienisch, Latein oder Holländisch und werden auch nicht übersetzt. Ich habe bei all diesen Sprachen zumindest mal so ein bisschen Grundkenntnisse. Ich konnte mir immer zusammenreimen, was denn da gesprochen wird. Ich glaube aber auch, wenn man das nicht kann, kann man sich trotzdem aufgrund der Handlung der Figuren erschließen, worum es da so geht. Also ich glaube nicht, dass das eine Schwelle ist, um das Buch zu verstehen. Wir haben diese Ich-Erzählerin, die auch manchmal selten allerdings aus der Rückschau schildert, also solche typischen Sachen wie, ich hatte damals noch keine Ahnung, dass das und das daraus folgen würde, was ich hier jetzt mache. Die Gliederung hatte ich angesprochen, die Zitate hatte ich angesprochen. Es gibt einige wenige Fehler in dem Buch im Sinne von Tempusfehler beim Plusquamperfekt, wo es halt nicht gesetzt ist, wo es gesetzt werden müsste. Ab und zu fehlt mal ein Anführungszeichen. Es gibt mal einen Buchstabendreher. Das Einzige, was ich in dem Sinne durchgängig sehen würde, ist, dass die Absätze nicht so glücklich gesetzt sind. Also man hat eine Person, die handelt und die dann auch spricht und dazwischen ist ein Absatz und damit ist dann nicht klar, dass das dieselbe Figur ist, die da weiter am Zuge ist. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend und was auch öfter mal vorkommt, ärgerlich und verärgert werden, verwechselt als Adjektive. Naja, aber das kommt auch so oft vor. Ich glaube, da weiß auch jeder, was dann gemeint ist. Es gibt ein paar popkulturelle Referenzen, zum Beispiel an Jurassic Park, gefällt mir immer gut. Auffällig ist, dass diese Szene, wo Nikolaus Cusanus vorkommt, da setzt er mit so einer Fähre über den Rhein, die ist vergleichsweise lang und wird drei oder viermal fast identisch wiederholt, wo es dann nur am Ende nochmal auseinander geht. Das fällt schon so ein bisschen auf. Es fällt auch auf, es gibt ein ziemliches Techno-Gebabbel. Das ist jetzt nicht abfällig gemeint. Das ist, sagen wir in der Science-Fiction-Fanszene halt öfter. Wenn man halt so pseudowissenschaftlich was erzählt über diese Technologie der Zeitreisen, die es natürlich in Wirklichkeit nicht gibt. Also es wird da so suggeriert, dass das alles wissenschaftlich einen Hand und Fuß hat, aber natürlich kann man es nicht wirklich erklären, man kann nur den Anschein erwecken, dass das also funktionieren könnte. Was mir aufgefallen ist, ist auch die Danksagung in dem Buch. Da hat man schon den Eindruck, oder bekommt bestätigt, dass eben der Autor einmal sehr detailliert recherchiert, also er bedankt sich dabei Experten für Immunologie, für Botanik, für Religion und Kirche, die offenbar, wenn ich das richtig sehe, bei der katholischen und bei der evangelischen Kirche angestellt sind, für holländische Sprache und für Amsterdam und für die Niederlande insgesamt. Also da hat er offensichtlich wirklich recherchiert und sich schlau gemacht. Nebenbemerkung finde ich sehr schön, dass jemand, der so religionskritisch ist und auch eine klare Kante zeigt in seiner Meinung
offensichtlich trotzdem sich fachlich austauschen kann mit religiösen Leuten, die in solchen Institutionen arbeiten. Das geht mir jetzt gar nicht so um dieses Religionsthema an sich. Ich finde einfach schön, dass Leute, die offensichtlich ganz extreme Auffassungen haben, trotzdem zusammenarbeiten können und sagen, komm, wir können uns verständigen auf einer Ebene, die irgendwie sachlich ist und wo dann auch was einfließt in das Buch, was du da schreibst, zum Beispiel. Ne? Finde ich gut. In der Danksagung tauchen auch literarische Leute auf, wie Strugatzki, der eben Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, geschrieben hat. Das ist auch durchaus als Einfluss spürbar. Jack Finney, Dieter Kühn, Karl Ameri, der uns ja mehrfach begegnet ist als Preisträger hier. Und auch da für mich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich da zu viel reindeute, aber er bedankt sich, der Autor bedankt sich bei Karl Ameri, der da schon verstorben ist, also posthum, wegen der Gespräche über die Gefährdung der Schöpfung durch Sorglosigkeit und Raffgier. Schöpfung ist so ein Signalwort. Schöpfung ist etwas, was religiöse Leute sagen. Bewahrung der Schöpfung. Der neutrale Begriff wäre Umweltschutz oder Klimaschutz oder sowas. Ja. Wundert mich, dass das auch in diesem Nachwort da nochmal so drin steht. Also, ja, ich habe keine gute Erklärung dafür. Es sind auch Figuren aus dem Literaturbetrieb drin: Friedel Wahren, Sascha Mamczak, Erik Simon, Thomas Schlück, Hans-Peter Übleis, Thomas Tilcher. Das sind alles so Leute, wenn man im Literaturbetrieb Science Fiction Fantasy unterwegs ist, kennt man die Namen zumindest. Ja. Und natürlich bedankt er sich, oder natürlich, er bedankt sich bei seiner Frau Rosemarie und dem Sohn Julian, denen ja auch das Buch gewidmet ist. So, kommen wir mal dazu, was davon zu halten ist. Was sagt denn die Laudatio? Vielleicht noch vorweggeschickt, im Jahr 2000 hat ein Kapitel aus diesem Buch, das heißt die Cusanische Acceleratio, bereits als beste Erzählung gewonnen. Das ist also 1999 erschienen und dann als Kapitel integriert worden in das Cusanus-Spiel. Was Ähnliches hatten wir ja schon bei Stimmen der Nacht von dem Thomas Ziegler hier nochmal. Leider ist es hier für mein Empfinden, ich bin jetzt hier im wertenden Teil, ja, also meine Meinung, kann jeder gerne anders sehen, ist es hier ein ziemlicher Fremdkörper. Ich verstehe die Intention dahinter. Es ist aber das einzige Mal in dem Buch, dass wirklich etwas als Zeitleiste dargestellt wird. Also Jahreszahl, Ereignis, Jahreszahl, Ereignis. Und da sagt man halt, okay, das ist wieder diese Idee, wenn ich jetzt eine Kleinigkeit ändere, in dem Sinne, wenn jetzt der, in diesem Fall, wenn jetzt eben der Nikolaus Cusanus mit seiner humanistischen Weltsicht und so weiter, wenn der sich durchgesetzt hätte, wie hätte es denn dann laufen können? Und da wird dann eben so eine Zeitlinie entwickelt, in der es keine Weltkriege gibt, in der es aber noch früher zur Erschöpfung der Ressourcen kommt. Das ist ja auch ein großes Thema bei Jeschke, dass er also früh gesehen hat und wahrgenommen hat und thematisiert hat, dass die fossilen Brennstoffe endlich sind und eben auch die Sicht darauf entwickelt hat, dass er sagt, das führt eben zu zwangsläufig zu Konflikten, zu Fluchtbewegungen und so weiter, weil die Leute gar keine andere Chance haben. Und okay, also das an sich, also ich kann sogar verstehen, dass man das vielleicht als Erzählung gut findet. Es ist nur in dem Buch, ja, ich glaube, man hätte nicht gemerkt, wenn das Kapitel nicht drin wäre. So, was sagt denn jetzt die Laudatio? Jetzt aber mal. Also vom Kurd-Laßwitz-Preis, da steht eben dann drin, mit eindringlichen Bildern einer dystopischen Zukunft warnt Wolfgang Jeschke wieder seine Leser davor, die Welt nur eindimensional zu betrachten. Das ist schön geschrieben. Also es sind wirklich viele eindrückliche Bilder drin. Das stimmt. Die Zukunft ist wirklich dystopisch mit diesen ja, Hybridhunden, mit diesen rassistischen Ausschreitungen, mit der Wüste, die weiter vordringt. Es gibt noch vieles andere, also mutierte Fische in Venedig und so weiter. Das ist alles schon sehr
unschön, also eine unschöne Zukunft, in der man nicht so, also die man nicht gerne gegen die Gegenwart tauschen würde. Da würde man lieber hier in unserer Gegenwart bleiben, da bin ich mir sicher. Und hier wird ja auch gesagt, warnt die Leser davor, die Welt nur eindimensional zu betrachten. Vielleicht ist das sogar die Botschaft des Buches, dass man sagt, es gibt immer Möglichkeiten, sich zu entscheiden, und es gibt eben nicht das eine Schicksal, das für uns alle feststeht, sondern unsere Entscheidungen haben eine Auswirkung. Wir können uns entscheiden und die Welt kann anders sein, je nachdem, wie wir uns entscheiden. Also gut erfasst, finde ich. Das Buch hat auch den Deutschen Science-Fiction-Preis gewonnen, und da schreibt der Kollege Rechtenwald: Den Leser erwartet ein Reiseführer durch ein kaum noch wiederzuerkennendes Mitteleuropa, das sich wie der Rest der Welt gravierenden ökologischen, ökonomischen und sozialen Umwälzungen ausgesetzt sieht. Durch eine geografische und geistige Landschaft zwischen Mittelalter und Neuzeit, deren Bewohner ihr Leben zwischen Ungeziefer und Aberglauben fristen. Und nicht zuletzt durch die philosophisch und wissenschaftlich kaum zu erfassenden Gefilde der Zeit mit ihren seltsamen Lebewesen. Das hat er auch schön gesagt. Das ist auch zutreffend. Da kann ich also mich anschließen. Meine Meinung, was ich jetzt davon halte, also mein Problem war die Erwartungshaltung. Ich reite jetzt nicht nochmal darüber, darauf herum, dass ich von dem Autor eine andere Bewertung der Religion als solches erwartet hätte. Was aber, glaube ich, für die meisten Leser zutreffen wird: Man hat sehr früh, riecht man Lunte, dass es halt letztlich eine Zeitreisegeschichte ist. Es gibt da diverse Hinweise. Und es ist auch klar, unsere Hauptfigur, die wird also auf Zeitreise gehen. Und dieses Buch ist 700 Seiten lang und es dauert ungefähr 550 Seiten, bis es denn mal auf Zeitreise geht. Also das zieht sich schon. Jetzt kann man sagen, ist ja nicht schlimm, wenn es halt interessant ist, was währenddessen erzählt wird, ja. Und da hat man durchaus einen Punkt. Also der Thomas Rechtenwald, der hat ja hier geschrieben, Reiseführer, ja, das trifft es durchaus. Mir war es trotzdem zu viel. Also, wie gesagt, dieses Cusanus-Kapitel mit der cusanischen Acceleratio hätte ich nicht vermisst. Ich finde, ich verstehe, warum er bei den anderen Cusanus-Kapiteln mit dieser Fähre, die über den Rhein setzt, warum er das wiederholt, dass man eben als Leser auch den Eindruck hat, ja, im Wesentlichen ist es ja gleich. Und das sind aber dann 10 Seiten. Und das dreimal, viermal dieselben 10 Seiten lesen. Möglicherweise sind minimale Abweichungen drin, die mir entgangen sind. Aber die wahrnehmbare Aufspaltung kommt dann eben erst nach diesen 10 Seiten, die man schon kennt. Für mich zu viel. Für mich zu viel. Also insgesamt zu, ich weiß nicht, ob man sagen kann, schwafelig. Das trifft es vielleicht gar nicht. Vielleicht zu verspielt, könnte man vielleicht sagen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Zug drin gewünscht. Also dass es wirklich flotter zum Punkt kommt, jetzt Zeitreise, was passiert da? Man kann jetzt nicht sagen, diese 550 Seiten, die vorher sind, sind unwichtig, aber wenn es 300 Seiten gewesen wären, hätte es mir, glaube ich, auch gereicht. Mich hat überrascht der Fokus auf den Figuren, liegt aber auch wieder am Autor, weil ich es auch wieder von dem Autor nicht erwartet habe. Das ist also eher ein Kompliment, dass er da also wirklich interessante Figuren, insbesondere die Hauptfigur, dreidimensional darstellt, interessant darstellt. Hätte ich bei einem Wolfgang Jeschke-Roman gar nicht so erwartet. Also wir lernen gerade über diese Figur viel, über die Dominika viel, ihre Ängste, ihre Wahrnehmung der Welt, die Freundschaft, die sie schließt, auch die erotischen Beziehungen, die sie eingeht. Das ist schon gut ausgearbeitet. Das ist immer noch kein, ich sage jetzt einfach mal so, es ist kein Eschbach. Das ist eine ganz andere Nummer.
Aber die Figur wird uns schon sehr nahe gebracht. Das finde ich schon. Das, was dieses Buch natürlich hervorhebt, das wiederum überrascht bei diesem Autor nicht, ist die Zeitreisethematik. Und ich finde diese Idee, diese Technik der Zeitreise, wie die also ausgeführt wird, sehr gut, sehr interessant, kannte ich so auch noch nicht. Finde ich eine schöner Gedanke, dass das so vom Mechanismus her Nachbauen dieser Location, wo man hin will und so, dass das so funktioniert, schön. Die Komplikationen, die sich daraus ergeben, dass man eben irgendwo dann letztlich in keiner Zeit mehr so richtig zu Hause ist, wenn man das öfter gemacht hat. Schön, auch nachvollziehbar, hat mir gut gefallen. Was mir auch gut gefallen hat, ist, er hat halt mehrere Dimensionen dieser Thematik Zeitreise mit drin. Einmal, was mir auch nicht so geläufig ist, was mir nicht so häufig begegnet ist, die Vergangenheit als ein Reservoir zu begreifen. Und zwar in dem Sinne, dass ja diese Botaniker da ins 15. Jahrhundert zurückkehren, um jetzt Dinge, die es da noch gibt, insbesondere Pflanzensamen, mitzunehmen und zurückzubringen in ihre Gegenwart, wo es die nicht mehr gibt. Und da also dann was wieder gut zu machen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Schöne Idee, dann die Korrektur eines historischen Unglücks, sowohl auf makroskopischer Ebene, dass man eben die Folgen dieses Atomunfalls ungeschehen machen möchte, aber eben auch in so kleinen Ereignissen, dass man da irgendwelche, ja, mörderischen Überfälle da korrigiert, große Verbrechen rückgängig macht. Zweiter Aspekt für eine Zeitreise. Und der dritte dann eben mit dem Tod von Dominikas Vater, den sie gerne ungeschehen machen möchte, eben auch die Korrektur einer persönlichen Tragödie als Motiv für die Zeitreise. Und das wird alles schön durchdekliniert. Also da ist man richtig, wenn einen das Thema grundsätzlich einfach packt, wenn man sagt, ich bin großer Zeitreisefan. Da, klar, es gibt noch weitere Aspekte, Paradoxa und so weiter. Da wird nur am Rande drauf eingegangen. Ist nicht so, dass es nicht behandelt wird, aber mehr so am Rande. Aber diese Themen, da merkt man auch, der Wolfgang Jeschke hat da oft drüber nachgedacht und das hat ihm gefallen und da hat er auch was zu erzählen und was zu sagen dazu. Und letztlich, was eben bei diesem Ansatz, den er da aufbaut, mit den verzweigenden Wirklichkeiten bei jeder Entscheidung, die auch wieder so ein bisschen dann zusammenführen, je nachdem. Was er da natürlich aufbaut, ist ein riesiges Multiversum. Und uns als Leserinnen und Leser bleibt letztlich das große Staunen vor diesem Multiversum. Und das wird wirklich sehr schön vermittelt. Und die Grundidee dieses Multiversums ist ja die Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn manche Dinge anders gelaufen wären? Was würde sich daraus ergeben? Was hätte sich daraus ergeben? Welche Gegenwart wäre aus einer modifizierten Vergangenheit entstanden? Ne? Und damit ist der Kern dieses Buches auch der Kern der Science Fiction. Die eine ganz große Frage: What if? Was wäre, wenn?